Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Und heute bauen wir einen Lander, den wir an unsere Station andocken, die wir letztes Mal hochgeflogen haben. Und dieses Ding beginnt mit der Kapsel hier. Basieren soll das Ganze auf nur Monotreibstoff. Bedeutet, wir haben nur Monoantrieb, Monodinger, weil die gehen nicht kaputt, die haben keinen Verschleiß. Das ist ein Vorteil in dem Fall. Hört sich ein bisschen cheaty an. Ist es vielleicht auch, ich finde es aber trotzdem eine tolle Methode, irgendwie was hinzukriegen. Wir brauchen dafür hier eine Methane oder eine Keyfane Lagerplatz. Wir brauchen mindestens eins von den Teilen, wenn nicht sogar zwei am besten, um genug zu haben, um alle Manöver durchzuführen. Wir tun einen Behälter verbauen für Nahrungsmittel. Für einen Tag oder so halt, ne? Dadurch tun wir auch nochmal einen großen Druckbehälter verbauen plus eine große Nahrungsanlage. Obwohl das echt doof ist. Es kann ja relativ hoch sein, das ist ja relativ wurscht, ne? Bedeutet, wir tun hier halt, ne, das ist Abfall, Oxygen rein. So. Und dann brauchen wir natürlich Beine dann noch, aber als erstes bauen wir mal die Bodenplatte dran. Die haben wir irgendwo, die Werksplatte hier. Dann kommt hier natürlich auf kurz und dann so viele Antriebspunkte wie möglich. Und dann müsste hier irgendwo, vielleicht soll ich unter Antriebe schauen, dann finde ich es auch. So, ah ja. Ich muss gleich mit die Wärmflasche drauf tun. Wir brauchen Monotreibstoffantriebe. Komm, das muss doch hier irgendwie geben. Monotreibstoff. Du würdest Killer, du bist riesengroß, du bist hier. Orbitalmanöver. Das sind coole Antriebe. Gibt auch nur in der Form, wie scheint. Ne, kompakt gibt auch. Geil. Zack. Das ist das ganze Teil, das hat 1000 ms allein am Boden, im Vakuum habt ihr 1900, was am Mond total genug sein sollte. Was wir natürlich wiederum nicht vergessen dürfen, bei den Sachen dabei ist natürlich auch die dementsprechenden Techniken, also in diesem Fall das RCS. RCS. Na 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 na. RCS. Na 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 na. So. Die ist gleich ein bisschen höher tun. Was für Beine nehmen wir denn in diesem Fall? Oh, wir haben Rover-Reifen diesmal schon. Wir können also mal bald einen Rover designen. Wäre vielleicht auch gar nicht doof. Landing Gear Glenn Shepard. Das schaut natürlich elegant aus, wenn wir das dann zumachen, eingefahren. Das schaut das ganze Teil elegant aus und dann ausgefahren, zack. Steht es da. Steht natürlich dann wie auf Stelzen, was wieder ein bisschen doof teilweise ist wahrscheinlich. Wir machen es einfach so wie hier. Fertig. Zack, fertig. Dann kriegt es jetzt hier noch einen Keyfane-Verarbeiter. Der müsste hier sein. Genau. Es wird jetzt hier oben immer größer, aber das ist mir jetzt gerade sowas von Schnupfe. Es kriegt zwei Keyframe-Bohrer drin gebohrt. Die beiden müssen halt tief genau kommen. Der braucht jetzt seine Zeit bis zum Ausfahren. Zack. Der sollte aber auch tiefer als die Füße kommen. Ja, auf jeden Fall. Retract the Grill. Retake the Grill. Messer. Das soll ja auch nicht mehr zurückkommen. Klar könnten wir jetzt noch sagen, okay, das können wir im Notfall auch als Return Home Vessel verwenden. Will ich nicht. Weil dann müsste ich noch mehr Aufwand reinsetzen. Rein theoretisch ist das da oben auch vollkommen übertrieben. Wenn man das ganz ehrlich sieht, weil dann nehmen wir einfach bei Life Support die normalen Sachen. Machen einmal so.
Und einmal so. Dann hat das Teil genug für genügend Tage. Wie viel haben wir denn jetzt in Crew? Wir haben ja nur noch Piloten. Ah. Wir haben ja nur noch Pilots. Pilotas haben wir nur noch. Wo sind die Container? Behälter. Ich kann das Teil nur höher machen, habe ich das Gefühl, oder? Es wäre schon irgendwie wichtig, ne? Auf eine gewisse Weise. Was ist, wenn wir das hier ausbauen, das hier dran bauen? Dich hier unten dran und dich da rein vielleicht? Machen wir hier weit weg. Dann sind wir aber viel zu tief wahrscheinlich, ne? Jetzt haben wir 1000 MS, das endet am Ende mit 1600. Ist ja halt natürlich praktisch, wenn wir die ganzen Sachen wie hier die Ladung hier mitnehmen können, weil wir hätten hier Probeüberwachung, wir hätten hier eine Wetteranalyse und wir hätten hier einen Schlemmotron. Weil wenn wir die Sachen hier mitnehmen, hätten wir schon die ersten Sachen. Wetterüberwachung, glaube ich, bringt sich in dem Fall nichts. Aber wäre trotzdem was wert. Und ich glaube, wir können das hier nicht ins Seed Inventory hauen, ne? Ne, dafür geht das nicht. Schade. Und die Teile sind hier auch beschissen, weil klar, ich kann mir hier so seitlich ans dran packen oder hinten. Ah, das schaut ja auch kacke rein aus rein theoretisch, oder? Wenn man hier sowas hinsetzt. Ist doch auch irgendwie doof. Da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Die macht eine kleine Roboterdrohne, die runterfliegt. I don't fucking know. Irgendwie wäre es schlau. Ich weiß bloß nicht genau wie. So. Das Teil kriegt jetzt hier mittel kurz vor Verbindung. Wir bauen das mal weiter. Also anstatt des RCS verwenden können, ist rein theoretisch hier die Drehmodule wieder. Die verbauen wir hier mittig. Zack. Die werden ja für das Teil locker reichen, oder? Dann gibt es hier natürlich wieder einen Docking-Port, der oben dran muss. Der wird hier nichts bringen, weil... Mann! Ich habe auch noch keine Energie daran gebaut, ich habe bei. So, wir brauchen Energie. Jetzt hat erstmal alles Schritt für Schritt. Meine Fresse! Habe ich so einen großen Ring nicht? Doch, habe ich sicher. Habe ich nicht. Das ist uncool. Das ist mal mega uncool. Ich will jetzt auch nicht auf Akku-Banks setzen müssen. Wie lange hält denn dann da die Energie durch? Nicht lange, oder? Ich kann es natürlich irgendwie witzig ausschauen lassen. Ich kann so machen. Und zack, zack. Zack, zack, so. Dann schaut das wenigstens interessant aus und sind jetzt auch ein paar tausend. Und was natürlich dann noch braucht, ist jeweils Photovoltaik drüber. Irgendwie müssen wir dann die Energie generieren, die wir brauchen für den Flug. Das, wenn das die Länderkapsel ist, jetzt müssen wir mal alles gucken. Alles müsste passen am Ende. Hitzeschilder brauchen wir eins, ein kleines vielleicht. Machen wir ein paar kleine hier hinten dran, einfach... Falls wir es brauchen, haben wir es. Sehen wir es mal so. Besser man hat es, als man hat es nicht. Oh. Das sollte nur einseitig sein, Freunde. Jetzt, gut. Dann ist das jetzt der Keyfane Lander. Rein theoretisch, wenn das alles so klappt, wie ich es mir vorstelle, könnte der sogar vom Mann Richtung Minmus und von Minmus wieder zurück.
Vielleicht. Weil der für Bodenproben zum Abholen relativ cool. So, über mal landen, Bodenprobe nehmen, wieder hoch, wieder anpassen, Orbit. Probieren geht über studieren, ne? Wir brauchen jetzt einen Dockingport oder einen Entkoppler. So. Und daran kommt jetzt die Abschuss-Stage, die das Ganze Richtung Duna schicken soll. Richtung Duna. Richtung, noch paranoid von unserem letzten Flug. Richtung Mann. Das wird locker reichen. Vakuumschub. Meeresschub. Ja, das reicht locker. Dann nochmal eine Zwischenstage. Entkoppler. Und diesmal Riesentanks. Ich hätte ja diesmal gerne wieder nur eins. Also so wirklich so ein Boomstick sozusagen. Dann nehmen wir natürlich für den heftigsten Antrieb, den wir haben. Kennen wir mittlerweile schon. 2500 MS. Da geht mehr. 2800 MS. Aber es hat keine positive Flugfähigkeit mehr. Ah, Mann. Perfekt. Ich habe keinen Plan, ob das so fliegt, aber es wäre cool. Was man rein theoretisch auch natürlich machen könnte, wäre sowas hier. Als Booster-Start oder sowas, keine Ahnung. Drunter wieder heftige Antriebe. Haben wir dann noch irgendwelche mit vollem Wuchtgehalt? Ich glaube, nicht in der Größe haben wir nichts, oder? Doch, rein theoretisch geht's jetzt so. So ging's, ja. Können das ja mal probieren. Wir machen. Scheiß drauf, wir probieren das jetzt. Was habe ich denn so Schiss? Das Einzige, was schief gehen könnte, wäre, dass die ganze Rakete in die Luft fliegt. Aber das ist ja tendenziell wurscht. So. Ne, das muss mit. Das hier muss mit dem rein. Und die müssen hier zusammen. Irgendwas stimmt hier so absolut nicht. Die Festschreibschaft boostet das Ding dann zur Seite. Aber warum sind dann hier oben die zwei? Achso. Weil es nur die ersten 400 Meter sind. Hahaha, gecheckt. Kann ich heute wieder meine Halter nehmen? Nein. Spiel sagt immer noch, ich habe keine Chance. Kakarinos. So. Das Teil wird interessant, würde ich mal sagen. Wir nennen das der Monkey Thane. Thane V001. Speichern. Und jetzt gehen wir zurück. Weil ich will wissen, ob wir wieder Wissenschaftler haben. Wissenschaftler würde ich mitnehmen. Ein Piloten und drei Wissenschaftler. Das wäre so optimal. Optimalos. Nein, Verwaltungsgebäude brauche ich nicht hier. Soll ich die alle einstellen oder was? Ich kann aber solche Leute wie die. Ne, dann kommt er wieder zurück. Gib mir doch neue! Hä? Kein Plan, was ich denn mache. Naja, würde ich sagen, fliegt halt nur ein Pilot hoch. Kann ich jetzt auch nichts machen.
Der soll ja eh erstmal als Probe hoch. Wir müssen da eh nachschauen, wie wir es weitermachen. Rein theoretisch kannst du den auch dann zum zum Sachen andocken verwenden. Wenn du neue Payload erhältst oder neue Bauteile, dockt der an, klingt es richtig an. Und ja. Bedeutet, Q geht heute nur Tilto in seinem neuen Anzug. Ich würde sagen, dann gehen wir mal auf die Startrampe. Bin gespannt, wie der fliegt, also wie das fliegt. Weil die ersten sind ja wahrscheinlich ein paar Sekunden dann durch. Also sie geben natürlich ein bisschen einen Startboost, den man gut brauchen könnte. So. Aber Leute, wie die Rakete startet und ob alles funktioniert, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Denn ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.